Ja, hallo Leute, wir haben uns zusammengefunden in Dead by Daylight, endlich mal. Yay! Yay, endlich. Zusammen mit der Jenny. Yay, endlich. Lang hat's gedauert. Gerade schon Panik gehabt. Oh, guck mal, wie schnell. Tatsächlich. Wie lange hatten wir schon geplant, zusammen aufzunehmen oder was zu machen? Ewig, ne? Ja, zwischendrin mal kurz Minecraft gemacht. Machen einmal, ne? Aber ich habe ja gemerkt, dieses Tastatur und rumhüpfen ist ja nichts dafür mich. Also Minecraft Online ist auch gar nicht mehr meins, wirklich null. Habe ich mir damals auch extra meinen Rechner für gemacht gehabt. Für Minecraft muss man sich mal überlegen, ist ja auch voll die geile Grafik. Aber so lange ist es her, seit, ich glaube, 2012, 13, dass ich meinen Rechner gemacht habe. Wurde mal wieder Zeit. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Hab ich auch jedes Mal direkt im Kopf, ne? Was geht los? Panik? Oh Gott. Ich bin die Erste. Aber meistens bin ich die Zweite, wenn ich jetzt so ein bisschen so getestet habe. Ich bin oft die Erste. Ich verstecke mich meistens jetzt immer am Anfang gern. Kein Generator, warte bis irgendwo der Killer sich gezeigt hat. Weil, oder bis ich zumindest weiß, wer es ist. Wenn ich Herzklopfen habe, dann ist es ja okay, da kann ich mit umgehen, ne? Aber wenn es Michael ist, dann, ich warte so lange, bis der irgendwo mal aufgetaucht ist. Ja, der Geist, der verrät sich ja meistens immer. Ja, das ist halt schön. Du hast halt entweder die Glocken oder das Teleportieren oder halt die Kettensäge. Dann weißt du direkt, wer das ist. Na, ein Feinsteller, wenn du Fallen siehst unterwegs. Die sehe ich noch nicht mal. Ich auch. Auch als ich den Perk drin hatte. Ich selten ab und zu. Also ich habe da mal eine gesehen. Halt noch nicht gesetzt, ne? Aber wenn du überhaupt Fallen auf der Map siehst, dann weißt du, okay, ist der Feinsteller. Der in letzter Zeit sehr oft gespielt wird. Und es lädt und es lädt und es lädt. Stimmt, ich glaube, ich hatte sehr wenig bisher den Kettensägenmann. Ich habe wenigstens die Krankenschwester. Der Geist ist das häufigste irgendwie, habe ich das Gefühl. Bei mir Feinsteller. Geist finde ich irgendwie auch noch. Oh. Die neue, oh. Und ich stehe auf der Straße. Ich werde nicht auf der Straße stehen. Jetzt die Frage, ist rechts oder links, ne? Wie ging das jetzt nochmal alles? Okay, bücken. Das ist Rennen. Oh mein Gott. Oh, die ist scheiße eng und dann sind hier überall die Büsche und die Zäune, scheiße, wo man nicht herkommt. Ja, hier sind überall Raben bei mir. Ah. Ich hab Angst. Ich will am liebsten rennen, aber scheiß fucking Raben. Na komm, ich renne. Ich verstecke mich gerade am Ende. Am Rand der Map. Wir sind Rahmen. Ich bemühe mich nur die ganze Zeit, dass die nicht aufscheuche. Ich war auch gerade noch am Rand. Ich guck mal, ob ich dich finde. Hauptsache ein bisschen bewegen, weil sonst kriegst du Rahmen über den Kopf. Ja, ich sehe was. Da ich bist du. Dich, okay. Ja. Die Frage ist, wo ist er? Ich habe immer Angst, in eine Richtung zu gehen. Oh, ich habe einen Rahmen aufgesteckt. Mutig. Oh, da oben ist Fallensteller, okay. Es ist nicht Michael, das ist gut. Das heißt, ich werde vielleicht manchmal auf der Terrasse, aber... Ah, fuck! Oh, I'm sorry, I'm sorry. Ich auch. Aber wir haben noch kein Herzklopfen, also eigentlich könnten wir zurückgehen. Mhm. Oh, fuck, Rabe. Dann gibt's hier zufälliges Herzklopfen. Zuverlässiges. Das macht mich auch immer nervös, wenn das Ding anfängt lauter zu werden, ne? Ja, und er ist da drüben beim Haus. Aber die laufen da um meine Hüfte. Oh, fuck. Jetzt habe ich Herzklopfen. Er kommt nicht sehen, der ist da drüben vor der Hecke. Okay. Der läuft bei dem Haus rum. Die lockt ihn weg. Und kommt ins Haus gehüpft. Jetzt liegt sie. Oh. Nein, ich bin so blöd! Aber ich mach weiter. Ja, er hängt sie gerade. Also er wird danach wieder kommen, wahrscheinlich. Oder
aber er wird erstmal eine Falle legen. Im Keller! Oh no. Das war ich. Wir machen erstmal weiter. Mal gucken, was der macht. Vielleicht blocken wir ihn zumindest. Er kommt! Er kommt! Er kommt nicht hierher. Er holt sich eine Falle oder so. Ich hab keinen Herzschlag. Aber die sind schon wieder frei, das heißt, er wird eh wieder bei denen sein. Aber ich hab den gleich fertig. Okay, ich geh mal weiter. Er lässt sie krabbeln, glaube ich. Aber er ist immer noch im Haus. Die anderen nicht jagen. Die anderen sind jetzt. Ah, die ist aber, glaube ich, jetzt tot, oder? Ist runtergekommen. Ach so. Oh, hier ist auch eine Falle. Gibt's hier irgendwo einen? So, konzentrieren, Checks schaffen. Hier gibt's leider keinen blöden Dingens. Ja, ich habe einen, aber direkt in der Nähe von ihm. Aber ich denke mal, die haben ihn weggelockt. Das ist kein Herzschlag. Hälfte habe ich. Ich finde gerade keinen. Ich habe zum Glück direkt gegenüber war einer. Hab ich mich jetzt hingeschlichen. Ich habe Herzklopfen. Dann versteck dich. Nicht rennen und ne? Du bist gut. Ja, ich weiß, aber rennen sieht der. Weil die meisten. Ich würde es nicht sehen, aber. Oh oh, oh oh. Aber oh, die anderen zwei sind zusammen, die heilen sich. Das ist gut, du regst ihn ab. Ich habe schon heftige Musik, heftige Musik. Wo bist du, damit ich nicht hinrenne? Da, wo wir eben waren. Aber ist egal, okay. Er hat mich, glaube ich, gleich. Ich habe voll den roten Rücken. Mami! Mami! Ah! Leichtes Herz, ist aber scheiße, spannend. Hier komme ich nicht rüber! Ah! Du bist direkt bei mir. Ich hole dich gleich runter. Scheiße, wer hat denn da so viele Kisten auf seinen Balkon gesetzt, ey? Geht er weg? Er stellt eine Falle auf. Aber nicht vor hinter dieser komischen Hundehütte. Okay, ja, ich bin zur Wand hin. Okay, er läuft, glaube ich, zu den anderen. Die sind nämlich im Haus, in dem nächsten da hinter mir. Also vor dir ist keine, ne? Nee, nur bei der Hundehütte. Wir können also nicht hinter mir flüchten, ja, nur zu dir. Ja, geh in meine Richtung. Hier außen. Ihr Herzstoffel, aber der jagt die anderen gerade. Asku ist kein Camper-Killer. Ja. Das ist die Hauptsache. Okay. Yeah, thanks. Wo gehen wir hin? Daher? Okay. Wenn ich renne und nirgendwo rüberklappen, klettern war, das kriegt er auch mit. Der ist, ich hab Herzklopfen. Ja, im Haus. Ich hab ihn eben gesehen. Aber ist schon wieder. Oh Gott, er jagt jemanden. Den hat das aber abgesehen, ey. Ich würde gerne auf die andere Seite der Map. Da war ich gerade. Ich habe da nichts gefunden. Ah, ne, da hinten läuft der. Okay. Dann gehen wir auf die andere Straßenseite. Meine Falle entschärft, wie es aussieht. Den habe ich schon gemacht. Oh Gott, da kommt schon wieder einer angerannt. Wahrscheinlich hat er dem hinten am Arsch kleben. Oh Gott, ich hab Herzklopfen. Wenn hier irgendwo natürlich eine Falle liegt im hohen Gras, haben wir Probleme, ne? Boah, ich hasse diese Map. Da soll ich sehen. Wo ist er denn? Er ist an so einem roten Auto auf der Straße. Ich bin im Haus oben. Ich glaube, er ist jetzt auf der anderen Seite, wo du vorhattest hinzugehen. Ich sehe dich. Ich bin in dem Haus, wo du gerade vor dem dicken Baum bist. Also links okay. Von dir. Hier hast du einen Generator gefunden. Ich glaube, nee, ich gerade noch. Ich habe schon wieder Herzklopfen, glaube ich. Ja, ganz leicht. Ja.
Nee, hier ist keiner. Oh fuck. Ich hab Musik. Ja. Ich hab Panik. Ist zu laut. Gewagt habe ich bekommen. Oh oh. Hier kann ich auch nicht rüberklettern über den fucking Zaun, ey. Wo kann man denn hier überhaupt her? Kann nur darüber klettern, wo die Löcher sind, also. Oh, ich hab schon wieder Herzklopfen. Ja klar, wir haben halt auf der anderen Seite die ganzen Generatoren fertig. Ah, er ist auf dem Hauser doch, auf der gegenüberliegenden Seite wieder in seinem Lieblingshaus. Ja. Lieber Raben, Rabe, Raben, bleibt schon sitzen. Da, wo der Keller ist, ja klar. Dann suchen wir mal hier nach einem Generator. Ich hab hier einen beim Spielplatz. Oh, wie nett. Einen Spielplatz gibt's ja auch auf der Map. Ich bin am Rand halt ganz außen gegangen, auf uns, auf der Seite, wo wir halt hin wollten, ne? Das ist ja so eine Art Spielplatz. Okay, ich hab knallen lassen, ich gehe. Ich höre ihn. Er ist da, er ist auf dem Spielplatz. Und er sieht mich. Nein! Oh, er ist hinter mir her. Ja, ich seh's. War hier hinter der Hecke. Lauf nicht zum Spielplatz. Oh, hier ist der Ausgang. Ah! Lauf nur nicht zum Spielplatz. Irgendwie ins Haus rein, Fenster und dann Balkon, weil die Fenster sind immer lang. Wieder knallen lassen. Wickel, wickel, wickel. Lalalala. Nein, keine Straßenlaterne, nein. Oh, er versucht mich, glaube ich, in irgendein Haus zu kriegen. Ich will jetzt in den Keller bringen. Mhm. Aber ohne mich, mein Freund. Ha! Sehr gut. Mami, hier gibt's aber auch nichts zum Runterklappen, verdammte Scheiße. Oh, da ist ein Haken. Ja, nur noch einmal, glaube ich. Du hingst ja noch nicht. Doch, einmal hing ich schon. Hast du mich doch befreit. Und ich häng schon wieder. Yay! So, ah, kämpfen, okay. Hast du was gesehen? Im Haus ist er drin. Welchen? Direkt da, wo ich hänge. Oh, Scheiße, bist du weit weg? Siehst du die anderen? Ja, die anderen sind hier im Haus, wo ich hänge. Okay, dann hoffe ich, dass du dich runterholst. Einer holt mich. Sehr gut. Weil, bis ich bei dir bin. Aber zu lange. Alles klar. Mach ich mich Generator. Und ab die Post. Holla, die Waldfee. Da zwei sind auf der Straße. Zwei Generatoren. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe immer noch Herzklopfen und Musik, ey. Sag bloß, der ist hinter mir her. Ja, der ist hinter mir ja, her. Ja, du rennst ja deine Fußspuren, ne? Ich sehe dich. Komm nicht zum Spielplatz, bitte. Wenn ich die Map auswendig kann. Ja, er sieht mich immer noch. Ja, ich muss rennen. Auf deiner Straßenseite gewesen? Nee, ich bin rübergelaufen. Ich hab dich gesehen. Auf Wiedersehen. Ich hänge hier direkt am Haken. Yay, yeah, ich war die Erste! Da alles ab. So, jetzt muss ich auf Zuschauen klicken. Kann ich dann hier durchswitchen? Ach ja, jetzt sieht man dich. Ja, da war eben hier gegen auf der anderen Seite vom Baum war der eben. Oh oh. Von der Seite vom Zaun bestimmt. Garantiert. Er lässt sich auch nicht nach, ne? Ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er! Oh. Der war gerade hinter dem Stein, genau gegenüber von dir, glaube ich.
Kann sein, dass er jetzt in den Zaun reingelaufen ist, oder? Da, da, da! Oh nein. Das ist so eng, die scheiß Map. Keine Fluchtmöglichkeit. Wiggle um dein Leben. Krass. Entscheidungsschlag, Baby. Oh je, da ist er wieder. Hoffentlich machen die anderen schön Generatoren in der Zeit. Er ist hartnäckig. Oh, sehr gut. Mein Herz! Alter, mein Herz. Jetzt wird's weniger, ne? Jetzt bist du, glaube ich, los. Aber jederzeit wiederkommen. Ich habe Vorsprung gesammelt, aber. So, die anderen haben Herzklopfen. Ich guck gerade bei denen. Oh, Alter! Dieses Spiel macht mich fertig. Sind die anderen auf einer Straßenseite? Auch beim Spielplatz. Und da ist er auch. Ach, scheiße. Dann muss ich glaube, einen schlägt er jetzt gleich tot. Dann muss ich mir jetzt einen anderen Generator suchen. Ach, da drüben. Und dann gehe ich wieder zum Spielplatz. Die spielen zusammen, die beiden. Warum ist denn der Typ so blöd? Ach, der lenkt ab. Ja, aber du bist doch schon am Haken gewesen. Warum lenkst du den Killer ab? Oh oh. Oh. Was macht der? Der andere kann auch nicht kippen, ohne gleich zu liegen. Deswegen. Das ist ja ein krasser Typ. Bleib da einfach vom Killer stehen. Ja, Bodyblocken. Sind die? Haben die noch am Arsch? Ja, auf der Straße. Der ist wieder in dem Haus mit dem Kürbiskopf. Oder im Keller. Oh, der rum ist ja noch frei. Oh, den mache ich jetzt. Den mag ich. Den Generator. Den magst du. Ja, der, man sieht dich zwar außen, aber du kommst da sehr gut weg. Keine Falle? Nein, gut. Ui, okay. Das ist wirklich riskant. Ja, aber ich komme sehr gut weg, weil wenn der erstmal oben ist, der muss durchs Fenster und der zeigt sich runter, rennt wieder ins Haus, dann rennt er runter. Boah, der ist auf der Straße. Ich glaube, jetzt hat er dich gesehen, oder? Ja, da unten. Aber er läuft noch ein bisschen beim Auto entlang. Ja. Jetzt kommt er. Ja, soll er. Ja, soll er doch. Hm? Da ist er. Siehst du, was ich meine? Ich hab seitlich von der Veranda runter und renne dann wieder vorne ins Haus rein. Da rechnet er nicht mit. Und irgendjemand ist immer in der Falle gewesen. Rennt der dahin, ne? Ich guck mal. Ja, die anderen haben wieder Herzklopfen. Ja, da ist er, an der Falle. Hm? Das habe ich schon mal mit Meyers gemacht, ne? Zwei, dreimal hintereinander. Ich glaube, der war so genervt von mir. Irgendwann ist er abgehauen.
Der hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Ich sehe ihn wieder. Dazu konzentrieren und durchziehen, dann haben wir die Dinger. Er kommt wieder. Ja, natürlich. Ah ne, er beschäftigt sich noch mit jemandem auf der Straße. Hallo, Herr Killer. Oh je. Gleich hüpft er vorne runter. Oh, er stellt eine Falle auf. Wo denn? Oh oh, am Fenster. Er hat mich nicht gesehen, er hat mich nicht gesehen. Jetzt kannst du nicht mehr raushüpfen. Nee. Shit. Oh Gott! Hüpfe ich halt woanders raus. Ich renn wieder rüber, drüben ist kein Haken. Fuck! Ich hab aber auch volle Kanne, ne? Oh, gut. Die anderen sind da. Ich glaube, ihr kommt alle raus. Ah! Mach doch mal weiter das Tor auf. Hoffentlich sind das jetzt auch Teamplayer und die holen dich noch ab, bevor sie rausgehen. Ich bin nicht so gut im Wiggeln, das ist so. Ach komm, jetzt hör auf die Facecam, Junge. So, Tor ist offen, aber er bleibt bei dir, scheiße. Ich glaube, der mag mich nicht. Aber ich hab ihn ein bisschen sauer gemacht. Oh nein! Kacke. Die anderen rennen raus, glaube ich. Ja, die sind weg. Keine Geduld, ich weiß. Bisschen arschig, ne? Ich hatte da noch Zeit. Ich hätte es vielleicht versucht und wäre dann halt erschlagen worden. Einer hätte einen Hit tanken können, andere hätte einen Futter holen können. Dann wären wir alle rausgekommen. Aber. Weil der Ausgang ja auch so weit weg ist. Ne? Ah, ist nicht schön. Ich hatte Spaß mit dem Futter. Das wäre nicht mit mir, aber. Erster Fuß, dass er so hart gefahren hat. Ich musste aus dem Fenster, weil ich es nicht riskieren konnte, dass er kommt. Aber er kriegt dann natürlich dieses Aufblicken, dass da jemand geklettert ist. Nein. Du hast gewusst, dass er da bleibt, wäre ich in eine andere Richtung gerannt. Es ist halt blöd, dass du dich direkt nochmal, aber ist klar, du fixiert immer die, die schon ein paar Mal hingehen, damit die schnell tot sind, ne? Damit er weniger Leute hat. Ich bin eigentlich immer so ein gnädiger Killer irgendwie. Ich weiß nicht, ich hab, glaube ich, immer Mitleid oder so. Wenn einer schon gehangen hat, dann werfe ich den wieder auf den Boden, wenn ich ihn finde. Dann sollen die anderen den nochmal auf den Boden heilen. Oh nö, oh nö. Und ich bin aber auch jemand, wenn dann gerettet wurde, dann verfolge ich grundsätzlich den, der hing. Ach so? Ja, natürlich, der ist ja anfälliger. Der humpelt noch, okay, der blutet. Den höre ich. Ich bin dann wirklich zu lieb. Ich habe letztens einen liegen gelassen und habe ihn nicht gehängt, weil er dann direkt gestorben wäre. Und dann kam die Troller, wollte ihn hochholen. Dann habe ich sie gehängt. Und ich habe vergessen, dass die auch schon zweimal hing. Dann war die tot. Dann war er wieder weg. Und naja, im Endeffekt waren doch alle tot, von daher. Ne? So ist das Spiel. So ist das Leben. Ja. C'est la vie. Ah ja. Hat Spaß.